Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Ich freue mich total, weil heute ist eine ganz, ganz bemerkenswerte Frau mein Gast, die sich insbesondere engagiert für die Geschichte der Frauen in Sachsen-Anhalt. Also heute wird es wirklich sehr feminin und sehr weiblich. Aber das ist nicht weniger spannend, wenn ich das an der Stelle schon mal verraten kann. Liebe Anke, du bist die Koordinatorin des Projekts Frauenorte in Sachsen-Anhalt. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist heute. Und ich würde dir das Wort auch gerne gleich übergeben und dich einfach mal bitten, ganz kurz zu erzählen, wer du bist und was vor allem dieses Projekt ist und was es so besonders macht. Ja, auch von mir ein Hallo und vor allem danke auch für die Einladung zu unserem heutigen Gespräch. Ich heiße Anke Triller, bin gebürtige Hallenserin und von Hause eigentlich Ökonomin, hatte aber Ende 2019 die Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen. Also Stadt- und Frauengeschichte auch beruflich hier zu verfolgen. Und das hat mich zu meiner spannenden und sehr abwechslungsreichen Aufgabe geführt, nämlich dass die Netzwerkarbeit unserer derzeit 52 Frauenorte in 37 Städten und Gemeinden ganz Sachsen-Anhalt zu koordinieren. Mhm. Das klingt ja toll. 52 Orte, hast du gesagt. Das heißt, man kann da wirklich auch die Geschichte, die Historie, auch so ein bisschen die Lebensgeschichte von ganz unterschiedlichen Frauen erleben. Ist das so richtig? Das ist korrekt, ja. Also auch bei uns im Land ist es ja eigentlich eher typisch, dass man sagt, Geschichte wird von Männern gemacht oder zumindest aufgeschrieben oder zumindest überliefert. Wir kennen sie alle, die Söhne der Stadt auf den Denkmalsockeln oder auch die Plätze und Straßen, die benannt wurden und werden nach Männernamen. Aber es gab natürlich oder es gibt natürlich auch jede Menge historisch bedeutsame Frauen auf dem Gebiet von seinem heutigen Sachsen-Anhalt. Ja, da fällt mir gerade auch ein, wir haben ja auch erst vor kurzem, ich glaube, einer dieser bedeutenden Frauen bei uns zu Gast gehabt. Und zwar war das Katharina von Bora. Du nickst schon so, also das ist quasi auch eine der bemerkenswerten Frauen, die so die Geschichte in Sachsen-Anhalt mitbestimmt hat. Was genau kann man oder wie genau kann man denn hier in deinem Projekt diese persönlichen Geschichten der starken und bemerkenswerten Frauen erfahren? Wie genau muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt als Besucher zum Beispiel, über Katharina was erleben möchte? Vielleicht darf ich da nochmal eine Rolle rückwärts machen, dahingehend, wie das eigentlich entstanden ist, dass wir jetzt in diesen 52 Orten, authentischen Orten sozusagen jetzt über diese Frauengeschichte oder diese Frauengeschichte erzählen. Es gab Ende der 1990er eine Landesausstellung mittendrin, Kraftwerk Fuggerode, wo es eben um die Geschichte Sachsen-Anhalts ging. Und mittendrin war alles, nur nicht die Geschichte der Frauen. Also das war homöopathischen Dosen. Und das sollte geändert werden und sollte eine eigene Ausstellung kommen. Dazu wurde eben dieses Netzwerk aufgebaut, zusammen mit dem Landesfrauenrat, mit Museen, mit Vereinen, auch mit interessierten Einzelpersonen. Wurde eben dann geguckt, was können wir hier alles bieten. Wurde dazu geforscht. Ja, und dann hieß es, Ausstellung kann doch nicht stattfinden. Kann doch nicht realisiert werden. Und wie wir Frauen so sind, wenn wir uns was im Kopf gesetzt haben, wurde tatsächlich eine Alternative gefunden. Und das ist die Idee von der damaligen Projektleiterin und Historikerin Dr. Elke Stolze. Die hat nämlich gesagt, dann machen wir einfach das ganze Land zum Ausstellungsort. Und immer an den jeweils authentischen Orten, wo die Frauen gelebt oder gewirkt haben, da kommt so eine Frauenortetafel hin und erzählt dann eben auch die Geschichte. Plus eben natürlich die Möglichkeiten, sich umzuschauen in Museen, bei musealen Partnern, in Ausstellungen, Führungen mitzumachen. So ist es eigentlich entstanden, dass das über dieses Land. Und diese Idee schien offensichtlich so gut zu funktionieren, dass es eben auch weitergegangen ist. Ich sage mal ganz stolz, Sachsen-Anhalt ist das Mutterland der Frauenorte. Das Mutterland der Frauenorte. Ja, weil tatsächlich hier am 31. Mai 2000 ist an der Kita Rotkäppchen in Zörbich die erste Tafel eingeweiht worden. Und das ist bundesweit die allererste Frauenorte-Tafel oder Frauenort, der begründet wurde.
Aber es haben eben andere Bundesländer aufgegriffen. Also die Niedersachsen, in Hamburg, in Brandenburg, in Sachsen gibt es jetzt auch erfolgreiche landesweite Schwesternprojekte. Ja. Und wir haben auch Kontakt zu regionalen Initiativen, zum Beispiel aus Thüringen, aus Baden-Württemberg. Da freue ich mich immer auch mal ganz toll. Wow. Dass ich immer sage, von Freiburg an der Unstrut bis Freiburg im Breisgau sind die Frauenorte tatsächlich jetzt schon die Idee weitergewandert. Oder eben auch aus München. Und wir sind untereinander vernetzt. Wir tauschen uns aus, weil es so tolle Ideen, kreative Ideen gibt, was man an so einem Frauenort machen kann. Und ja, da sind auch weitere Interessierte an unserem virtuellen Koordinatoren-Stammtisch ganz herzlich willkommen. Okay, die sich quasi zu einem Frauenort melden. Die einfach mal wissen, wie funktioniert's, weil auch da haben wir so föderale Strukturen, dass es also in jedem Land ein bisschen anders organisiert ist, organisatorisch angehängt ist. Aber die Idee, Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte sichtbar zu machen, die ist tatsächlich bei allen gleich ausgeprägt. Und da gibt's also ganz, ganz spannende Erlebnisse, die man da haben kann, wenn man auf diesen Spuren unterwegs ist. Auf jeden Fall, ja. Ich finde ja, ihr geht ja dann eigentlich auch noch mindestens einen Schritt weiter, weil ihr verknüpft euch ja auch ganz eng mit dem Thema Tourismus. Ja, es ist euch ja auch, glaube ich, so ein Herzensanliegen, dass viele Menschen eben auch hierher kommen, dass sie vielleicht eben tatsächlich auch auf den Spuren der Frauen wandeln, sie damit eben auch wirklich kennenlernen und damit auch ein Stückchen Sachsen-Anhalt kennenlernen können. Also so vermute ich es zumindest, ja. Was gibt es denn da so für touristische Angebote von den Frauenorten? Also ich weiß nur, wir haben so verschiedene Angebote auch mit so in unseren Gartenträumen zusammen. Wir haben was in Anhalt-Dessau-Wittenberg. Was gibt es denn da sonst noch für touristische Erlebnisse, wenn man sich quasi auch dafür interessiert? Also kulturtouristische oder kulturtouristisch Interessierte können tatsächlich sehr viel über Frauen hier erfahren. Wir haben viele Anknüpfungspunkte. Also ich würde sagen, so grob kann ich sagen, jeder fünfte Frauenort hat auch einen Bezug zum Beispiel zur Straße der Romanik oder zu den Gartenträumen. Ich sage es manchmal so ein bisschen ketzerisch, so ähnlich wie das bei Online-Shops funktioniert. Leute, die sich das angesehen haben, interessieren sich auch noch dafür. Also das ist eigentlich so unser Ansatz, so ein Puzzlestück zu sein. Und ich würde es vielleicht auch erweitern. Ja, Gäste aus aller Welt sind willkommen, aber wir haben auch ein Auge auf die Einheimischen. Also offen genug begegnet es mir bei Stadtführungen, dass gerade die Männer total überrascht sind dann eben, weil sie sich mit Frauengeschichte wahrscheinlich noch weniger beschäftigt haben. Mhm. Und wenn sie das so gemeinsam neue Sachen entdecken für sich, das ist dann immer spannend. Na, ihr seid ja auch in dem Netzwerk sehr daran interessiert, dass mit so typischen Klischees, sag ich mal, auch aufgeräumt wird, die es ja doch so das ein oder andere Mal noch gibt, so rund um Frauenrollen. Kannst du auch darüber mal ein bisschen was erzählen, wie ihr das angeht oder was genau damit gemeint ist? Wir betrachten ja oder gucken, unser Blick in die Geschichte geht ja immer von unserem Verständnis aus der Jetztzeit aus. Also für uns ist es völlig normal, dass Frauen lernen dürfen, dass Frauen also studieren auch, arbeiten gehen, entscheiden oder auch ihr Wahlrecht nutzen. Mhm. Aber so normal war das eben über viele Jahrhunderte nicht. Deshalb kann man besonders den Fokus dann eben mal darauf lenken, wo es anders war. Um vielleicht mal bei den Autorinnen das anklingen zu lassen. Adlige Frauen waren eben nicht nur die Frau von König, Fürst, sonst wer, so als Art schmückendes Beiwerk, so bei Staatsanlässen, Empfängen oder wie auch immer, sondern sie haben eben selber sehr aktiv und erfolgreich Familienpolitik auch betrieben. Und Frauenort erzählen dann eben unter anderem davon oder bringen dann ganz typische regionale Beispiele, wo Frauen aus diesem typischen Lebensverlauf, den man hatte damals eigentlich, man war also Jungfrau, sprich Tochter, Ehefrau oder Witwe und hatte immer ständig einen männlichen Vormund. Und daraus gingen eben Frauen tatsächlich selbstbestimmt heraus aus diesem üblichen Lebenszyklus und wurden zum Beispiel, besonders natürlich bis zum 16. Jahrhundert, aber auch später eine Nonne oder Begine oder eine Stiftsdame. Da sind wir ja eigentlich heute auch an einem ganz guten Ort, wo es wahrscheinlich auch gute Beispiele gibt, oder? Also Magdeburg ist ja auch so ein Zentrum, sage ich mal, für starke Herrscherinnen auch gewesen, oder? Du hast die Autonen hast du ja auch schon erwähnt. Genau, also wir haben ja hier in Magdeburg zwei Frauenorte. Zum einen den autonischen Herrscherinnen gewidmet ist. Das ist direkt da am Elberadweg, am Ecke Fürstenwall. Und da gibt es ja so ein hübsches Baumrondell.
aber eben auch andere Frauenorte weisen tatsächlich darauf hin, das 10. Jahrhundert war tatsächlich ein Jahrhundert der Frauen des Hochadels und wirklich auch der starken Frauen. Wir erinnern da an die Königinnen wie Mathilde oder Editha, Kaiserin sogar, Adelheid und Theophanu, aber zum Beispiel auch die Äbtissin Mathilde von Quedlinburg. Die ist übrigens eine Enkelin von Königin Mathilde und die wurde schon mit 11 Jahre Äbtissin und hat das 33 Jahre geführt, dieses Amt. Also all diese erlangten also eine Art Bedeutung, die wir dann in späteren Jahrhunderten nicht ansatzweise wieder vorfinden können. Leider vielleicht. Und sie zeichnen sich eben wirklich durch ihre Klugheit und Staatspolitik, die sie da betrieben oder Staatsdiplomatie genutzt haben. Und vielleicht auch, um ein Bild davon zu haben, diese drei Bäume, die da an dem Elbrunde gepflanzt sind, die symbolisieren die Herkunftsländer der drei oder die Herkunftsgegenden der drei Ottonen, die da näher ausgeführt werden mit kleinen Tafeln zu ihrem Lebenslauf. Und die haben sogar in ein Buch geschafft, nämlich in ein Buch, wo aus ganz Deutschland Geschichten zusammengetragen wurden, was Bäume in Städte erzählen. Und da wird eben erzählt, dass die Edelkastanie von Adelheids Herkunft stammt und wird die Geschichte gebracht. Und wer da natürlich noch ein bisschen mehr dazu erfahren will, der hat es eben ganz, ganz kurz den Weg in Richtung Dommuseum Ottonianum. Eben zum Beispiel, finde ich, auf sehr, sehr ansprechend gestaltete Art sich zum Beispiel mit diesem ottonischen Stammbaum auseinandersetzen, der mir tatsächlich dann auch dort erst so richtig bewusst geworden ist. Aber auch diese zum Beispiel wunderschöne und wertvolle Hochzeitsurkunde von Theophanu und Otto II. Kann man sich eben dort angucken und eben auch näher sich mit den Herrscherinnen beschäftigen. Toll, also das zeigt ja wirklich, wie eng ihr eben auch mit den touristischen Angeboten hier im Land verknüpft seid und was es dann auch für einen Besucher für einen Mehrwert bietet, wenn man sich auf die Spuren eben auch begibt und wie eng alles dann auch miteinander verbunden und verwoben ist. Das ist schon wirklich spannend, ja, dass man hier, sagt man ja auch immer tatsächlich, Sachsen-Anhalt hat der Geschichte auf Schritt und Tritt und das ist wirklich nochmal ein ganz besonders tolles Beispiel, super. Jetzt würde es mich mal wirklich interessieren, liebe Anke, mal so ins Nähkästchen geguckt, beziehungsweise vielleicht so ein Blick in die persönliche Schatulle. Hast du eine Frau oder eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die dich persönlich ganz besonders fasziniert? Und würdest du uns verraten, wer das ist und warum? Ja, das ist erstens bei 52 Frauenorten schon ganz schwierig. Und was das Besondere bei uns in Sachsen-Anhalt ist, wir haben nicht nur den Fokus auf Einzelbiografien oder eben so eine Galionsfigur, eine Frau, die wir bezeichnen, wie wir es vorhin mit der Katharina von Bora schon hatten, sondern wir haben auch Arbeitsbereiche, die wir zeigen, die typische Arbeitsbereiche sind, wo Frauen zum Beispiel Vorreiterinnen waren, Pionierinnen in der beruflichen Qualifikation. Deswegen wäre es fast ein bisschen unfair, jetzt sich auf eine Frau zu fokussieren. Und ich habe eher so für mich bei jedem Frauenort kommen mir manchmal so Parallelen in den Sinn. Die eine ist eben 100 Jahre vor mir geboren, hat ihre Töchter auch in Halle geboren. Ich spreche da gerade von Hedwig Kurz-Mahler, bei vielen nur so als Trivial-Schriftstellerin eingeordnet oder ins Schubkästchen gesteckt worden. Aber das muss man erst mal leisten, zur meistverlegten deutschen Schriftstellerin der Zeit zu werden und Millionen Auflagen zu haben und davon zu leben. Und eines hat sie nie vergessen, sie ist also in den ärmsten Verhältnissen aufgewachsen. Sie ist ja in Nebra geboren, wo in dem dortigen Heimathaus ein Verein das Hedwig Kurz-Mahler-Archiv betreut. Sie hat wirklich einfach ärmste Verhältnisse, aber hat das nie vergessen, wo sie herkam und hat eben auch entsprechend unterstützt, auch anderen, wenn es schlecht ging. Und in ihrer Belle Etage in Berlin, als sie dann nachher dort gelebt hat, hat sie eben zum Beispiel nach wie vor für ihre Gäste selber gekocht. Also das sind so Sachen, wo ich sage, wo es ist, man sagt das so landläufig, wo es menschelt. Das ist so das, was mir noch besonders aufgefallen ist. Du hast es vorhin auch schon gesagt, dass es alles so miteinander zusammenhängt. Es ist Wahnsinn, wie die Frauen der früheren Jahrhunderte schon dieses, wir sagen heute Networking, tatsächlich gelebt haben. Ja? Also wer da mit wem wo schon Kontakt hatte, da gab es keine E-Mail, da gab es keine Autos, ja, nur mit Postkutsche und Briefe schreiben. Da gibt es also wahre Künstlerinnen, die das also hier vollbracht haben, wo ein Briefwechsel Gott sei Dank überliefert ist, wo man eben sehr, sehr viel erfährt über die Zeit. Und das ist so das, was mir dann so besonders auffällt, wo ich sage, als jetzt Frau, wo ich dann immer sage, nur Chapeau. Ja,
vor der damaligen Leistung. Und wie gesagt, die vielen, vielen Ungenannten, von denen wir gar nicht wissen. Also das sind ja dann wirklich welche, die irgendwo den Anlass gegeben haben, ob nun positiv oder negativ, aufzufallen und überliefert zu werden, wo man auch schon länger forschen muss. Also da kann man auch wirklich sagen, seit dem Start im Jahr 2000 oder den Forschungen Ende der 1990er ist da auch schon sehr viel mehr passiert. Aber forscht ihr immer noch weiter? Also können da auch noch weitere spannende Persönlichkeiten und Biografien plötzlich ans Tageslicht definitiv, kommt. Definitiv. Mhm. Es gibt ja nun mittlerweile auch, also schon damals beginnend, aber mittlerweile auch sehr, sehr viel universitäre Forschung dazu. Aber bei uns ist in der Tat auch so, dass sich Frauen angeleitet, aber eben natürlich von Historikerinnen, zum Beispiel Elke Stolze arbeitet immer noch fachlich mir zu oder stützt mich da auch sehr, sehr, sehr gut und wird tatsächlich immer noch geforscht, ja. Es wird immer wieder etwas gefunden und es soll auch kein statischer Prozess sein. Das heißt also, es kann tatsächlich passieren innerhalb der 20 Jahre, die wir jetzt schon über 20 Jahre, die es die gibt, dass man sagt, Mensch, das würde man unter heutigen Gesichtspunkten vielleicht ein bisschen anders auch formulieren. Aber da halten wir es zum Beispiel mit den Tafeln auch so, dass wir sagen, außer dass wir die Karte natürlich erneuern, wenn die so schon verblichen sind und so weiter, muss man das ja ab und an machen. Das gehört dann eben auch ein bisschen zu meinem Job, darauf ein Auge zu haben, dass man sagt, ja, die Karte, wo überall Frauen oder gibt, die aktualisiert man. Aber ansonsten bezeichnen wir eigentlich diese Tafeln, die eben dieses schöne rot-grüne Logo mit dem Hut mit dem Hut auch haben, eben tatsächlich auch so als eine Art Zeitzeugnis, weil es eben damals so begonnen wurde, sich Geschichte anzunähern. Toll, sehr schön, ja. Was ich auch persönlich total faszinierend finde, vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz was darüber erzählen. Wir haben ja auch tatsächlich mehrere Frauen unter uns, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die wirklich Herrscherinnen waren oder auch wurden, ja, die hier aus Sachsen-Anhalt stammen. Also Editha, Theophano sind natürlich alle schon mal Beispiele, aber wir haben ja auch tatsächlich auch mit Katharina der Großen haben wir ja auch jemanden, die es ja bis zur Zarin nach Russland geschafft hat, ja, oder auch mit Juliana von Stolberg. Also wir sind ja, kann man ja schon fast sagen, aus Sachsen-Anhalt sind ja bedeutende, weltweit bedeutende Frauen quasi, ja, nicht entstanden, aber zumindest hier auch geboren und haben hier gewirkt oder haben hier ihre Wurzeln. Ist das jetzt im Bundesvergleich, das würde mich mal interessieren, du hast da ja auch so ein bisschen den Blick auch zu den anderen Bundesländern, macht uns das irgendwie zu was Besonderem? Sind wir irgendwie da auch jetzt historisch gesehen ein, ja, haben wir da einen Glücksfall gehabt mit diesen oder ist es in anderen Bundesländern auch so? Also das würde ich sowieso so vielleicht auch gar nicht unterschreiben, weil ich denke, ja, es ist üblich im Lande zu sagen, wenn jemand dort geboren ist, dass es seine Geburtsstadt ist, dass man sich der Tochter oder dem Sohn der Stadt sozusagen annähert. Aber ein gutes Beispiel ist vielleicht Bismarck ist in der Altmark geboren worden, aber auch also um vielleicht ein Beispiel zu bringen, jetzt tatsächlich Adel, aber jetzt nicht in Richtung Herrscherin. Bismarck ist ja bekannterweise in der Altmark geboren und auch eine andere Adelige, nämlich die Johanna Bertha Julie Jenny von Westfalen. Vielen besser dann als verheiratete Jenny Marx bekannt. Also dass wir sagen können, in diesen Landen sind Leute geboren worden und in ihrem Geburtshaus zum Beispiel kann man sich der Frau widmen, ihren verschiedenen Facetten, die ja von der Ballkönigin aus Trier gehen bis eben hin zur Verlegerin, die sich gekümmert hat, dass die Werke ihres Mannes tatsächlich gedruckt werden. Also solche Sachen können wir sehen. Ja, und auch die Katharina war natürlich nur ihre Jugendzeit hier. Aber ich denke, dass zum Beispiel die Bildung, die ihr anheim geworden ist, dass sie diese eben auch mitgenommen hat. Denn es war dann eines ihrer Verdienste tatsächlich, dass sie eben auch in Russland geschaut hat, dass eine Akademie der Wissenschaften gegründet wurde, dass da Frauen zugelassen wurden, dass Mädchen Bildung erhielten. Also ich denke, das war schon aus dem persönlichen Umfeld her, wie sie es aus dem Hause Anhalt-Zerbst dort kennengelernt hat, selber mitgenommen hat. Und ich denke, wenn man sich das mal vorstellt, mit so jungen Jahren, mit ich glaube 13, ist sie ja dann an den russischen Hof gekommen, kannte die Sprache nicht. Ihre Mutter durfte wohl nur ein Jahr noch bei ihr bleiben. Also das ist schon eine Leistung, sich dann so eigentlich, man sagt ja, die mächtigste Frau des 18. Jahrhunderts zu werden. Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, ja, also jetzt wirklich rückblickend mit der Sicht von heute, was das wirklich zur damaligen Zeit bedeutet haben muss, ja, so in einen Weg einzuschlagen und dann letzten Endes so eine Biografie hinzulegen. Ja, das ist wirklich toll. Ein wirklich tolles Projekt. Also schön, dass das so bei euch dann auch komprimiert zusammenläuft und ihr das eben so auch bündelt, aufbereitet und eben auch für Gäste erlebbar macht und damit ja tatsächlich auch Sachsen-Anhalt auch nochmal ein neues Gesicht gibt oder eine neue Facette, sag ich mal, von der starken Geschichte, die wir hier im Land tatsächlich zu bieten haben.
Ja. Darf ich mal vielleicht, weil du hast vorhin von den Herrscherinnen gesprochen. Ich denke, ein ganz großes Plus ist auch dieses Projektes hier, der Frauenorte in Sachsen-Anhalt, aber natürlich auch in Brandenburg und Sachsen, dass wir den Bogen ja über 1000 Jahre spannen. Das heißt, also wir fangen an, ja, bei den ottonischen Herrscherinnen im 10. Jahrhundert, aber wir führen es weiter bis 20. bis 21. Jahrhundert und da eben auch, gerade weil wir uns mit diesen Arbeitsbereichen oder mit diesen typischen Frauenbereichen, Tätigkeitsfeldern beschäftigen, also zum Beispiel auch das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen ist ein Frauenort. Ah, ja. Und damals als zu DDR-Zeiten war das einer der größten Frauenarbeitsplätze oder Frauenbetriebe mit über 8000 weiblichen Beschäftigten. Und da sind eben diese flinken Finger der Frauen gefragt gewesen bei der Filmherstellung und bei der Filmkonfektionierung. Und ja, da sind wir, glaube ich, auch aufgerufen als Projekt selber Zeitzeugnisse zu zu erfassen und zu sichern, weil sehr oft kommt, wer sich mit Frauengeschichtsforschung wahrscheinlich etwas beschäftigt, hat dann öfter so einen Stoßseufzer, dass er sagt, ach verdammt nochmal, warum hat denn das keiner aufgeschrieben? Ja. Hier sagt einer, da war etwas und dann hört es irgendwie auf die Spur, weil es eben einfach nicht als überlieferungswürdig bezeichnet oder erkannt wurde. Aber wir haben auch so sehr, sehr viel aus unserer aktuellen Geschichte bis in die Gegenwart. Und wer kümmert sich denn darum, gerade die Zeitzeuginnen auch zu haben? Und das ist vielleicht, wenn ich das an der Stelle schon sagen darf, da haben wir eben Frauengeschichte erzählen ernst genommen, also auch wörtlich genommen. Und haben eben selber Geschichten uns erzählen lassen an den jeweiligen Frauenorten. Also ich war unterwegs, bin so vielen wunderbaren Menschen begegnet, die wirklich was zu sagen haben, die so ein Wissen haben, weil sie sich so sehr mit ihrer Frau an dem jeweiligen Frauenort beschäftigt haben, dass ich eben habe gesagt, ich wenn es mir möglich ist, komme ich mit dem Mikro vorbei und wir reden mal so darüber, wie wir es heute hier machen. Okay. Um es somit quasi auch der Nachwelt noch mal ein bisschen näher zu bringen, ja, der weiteren Menschen. Genau, oder eben auch denjenigen, also wir müssen ja auch bedenken, also natürlich laden wir alle ganz herzlich ein, nach Sachsen-Anhalt zu reisen, sich das anzuschauen, aber manchmal passt das Zeitliche nicht, manchmal ist man auch vielleicht gar nicht so in der Lage, aber so hat man vielleicht auch die Möglichkeit, uns zu besuchen und gedanklich eben zum Beispiel einen Rundgang mit Gräfin Anna durchs Schloss Wernigerode zu machen. Ja. Oder zum Beispiel das Kloster Helfter zu besuchen, wo ich also mit der stellvertretenden Priorin gesprochen habe. Also das sind so Sachen, die die funktionieren. Ich hoffe, dass sie funktionieren, aber das Feedback, was bisher gekommen ist, ist durchaus positiv, dass es eher aber den Anreiz schafft, dann den Ort tatsächlich sich nochmal anzuschauen. Also ich glaube, da muss keine Angst haben, nur weil er alles schon verraten hat, abgesehen davon, dass es nie alles sein kann, was man in so einer halben Stunde unterbringt. Genau. Dass es funktioniert, aber ebenso sehr, also auch die Menschen, die dort sich kümmern um den Bereich, dass die eben auch so authentisch darüber viel, viel besser erzählen können, als ich das jetzt hier vielleicht mit meinem kleinen Überblick über 52 Orte machen kann. Nee, aber das kann ich tatsächlich auch bestätigen, dass das wirklich im Vorfeld, wenn man etwas schon erzählt oder dass man irgendwie, keine Ahnung, digitale Angebote im Vorfeld schon hat mit Videos, 3D-Rundgängen und so weiter, das hält den Gast in der Regel nicht ab, trotzdem hinzureisen, sondern im Gegenteil, das macht eigentlich dann noch viel mehr Lust, diesen Ort dann tatsächlich in echt auch zu besuchen. Und da glaube ich auch, das ist umso wichtiger, dass man auch im Vorfeld gut informiert, spannend und neugierig macht und dann eben umso mehr Menschen anlockt, die dann hierher kommen und das dann in der wahren Schönheit auch nochmal betrachten. Und eben immer in diesem Bezug auch zur Gegenwart. Also ich hatte eine Führung zum Denkmalstag zum jenaschen freiweltlichen adligen Fräuleinstift gemacht in Halle. Und das also seit 1703 existiert hat. Und als ich dann die Frage in die Runde stellte, sagen Sie mal, wann gab es denn das letzte Stiftsfräulein? War Ruhe? Ja. So wie jetzt. Und dann schon nochmal überlegt wird, wow, 1974 mit dem Tod der letzten Stifts, mit dem Tod des letzten Stiftsfräulein ist tatsächlich erst der Stiftungsauftrag von 1703 von dem Gottfried von Jena erloschen, weil dann war die letzte zu versorgende Person sozusagen nicht mehr da. Und das ist ja schon eine ganz andere Zeit. Und er sagt, ich wohne seit 60 Jahren hier in Halle, aber das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, ja. Toll, dass man dann auch wirklich wieder so für, naja, für Aha-Momente auch mitsorgen kann. Sehr schön, sehr schön. So, liebe Anke, das war ein sehr erfrischendes Gespräch mit vielen, vielen Erkenntnissen. Zumindest habe ich auch wieder ganz viel Neues erfahren und ganz viel neue Informationen auch bekommen. Das ist immer sehr, sehr spannend, dass man auch über diesen Podcast noch so neue Facetten von Sachsen-Anhalt kennenlernt. Wir sind jetzt schon fast am Ende von unserem heutigen Gespräch, aber es gibt
eine Frage, die ich ganz zum Schluss auch immer jedem Gast stelle und somit natürlich auch dir. Die traditionelle Abschlussfrage lautet nämlich immer, wo ist denn oder was ist denn dein Lieblingsort? In deinem Fall in Halle, weil du ja in Halle, im wunderschönen Halle an der Saale wohnst. Was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und was ist dein Lieblingsort, wenn es darüber hinaus noch tatsächlich einen gibt, in der ganzen Welt? Du kannst dich quasi von Halle hocharbeiten. Kannst du aber auch in Halle bleiben. Halle als Name der Welt, nein. Und das in Magdeburg, nein. Nein. Also für Halle, für meine Heimatstadt Halle kann ich benennen oder möchte ich an dieser Stelle jetzt benennen den Halleschen Domplatz. Mhm. Und das nicht nur, weil er natürlich, das muss dann einfach auch sein, Frauenort Sachsen-Anhalt-Bezüge hat. Mhm. Nur so als Stichwort neue Residenz und auch den Dom, sondern weil er wirklich tatsächlich so ein kleiner Rückzugsort im Trubel der Altstadt ist. Also ich wohne auch gleich um die Ecke und hat auch noch einen anderen Aspekt, dass er mich immer erinnert an die Werke Feiningers, die er von unserer Stadt im Auftrag von Magdeburg damals oder für als Geschenk für Magdeburg ja gemalt hat. Und deshalb der Domplatz, weil er auch als Ensemble wunderbar funktioniert. Mhm. Wird gerade auch einiges saniert, wie hier in Magdeburg auch. Mhm. Und wenn das fertig ist, wird es, denke ich, richtig schick. In Sachsen-Anhalt habe ich tatsächlich erst durch meine Arbeit im Projekt das Kloster Drübeck bei Ilsenburg im Harz entdeckt. Und gerade die meditativen Stiftsgärten oder eben auch die wunderschöne Kirche, also plus die wunderschönen Strecken des Harzklosterwanderweges, der da vorbeiführt. Das ist so etwas, wo ich sage, das macht dieses Kleeblatt, also aus Straße der Romanik, Gartentraum, Harzer Klöster und Frauenorte. Und Frauenorte, wow. Macht das tatsächlich alles zusammen. Genau, macht das tatsächlich zu einem Platz, wo man sagen kann, wow, das ist, da geht einem das Herz auf und man kann aber eben auch sehr, sehr viel noch erfahren, entdecken mit den Augen oder auch mit allen Sinnen. Wie gesagt, gerade der Klostergarten ist auch wunderschön. Da haben wir jetzt einen neuen Platz für die Tafel auch finden können, wo ich sage, also da gewinnt beides. Also der Garten gewinnt und aber auch die Tafel hat dadurch doch eine ganz, denke ich, eine andere Ausstrahlung bekommen. Sehr gut. Und wenn wir jetzt mal in die Welt schauen, da würde ich Skandinavien jetzt mal so ganz grob nennen, weil ich mich tatsächlich dort einfach nicht zwischen Meer und Gebirge entscheiden muss. Ich kann beides auf einmal haben und kann da mit meinem Mann eben beides gleichzeitig zur aktiven Erholung nutzen. Toll, sehr schön. Schön, ein tolles, schönes Schlusswort, die aktive Erholung. Das gelingt, glaube ich, auch, wenn man hier bei uns in Sachsen-Anhalt unterwegs ist und auch auf den spannenden Spuren von bemerkenswerten Frauen wandelt. Liebe Anke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, wünsche dir alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Das geht mir genauso und ich möchte für das kleinen Tipp am Ende nur sagen, also wenn Sie vorhaben oder schon unterwegs sind in Sachsen-Anhalt, einfach den Tipp, gucken Sie in den Touri-Informationen vorbei und fragen Sie einfach mal nach gezielt nach Frauenführung, Frauenangeboten, weil ich denke, da gibt es schon eine ganze Menge und die sollte man dann einfach Mann und Frau nicht verpassen. Auf gar keinen Fall. Und für alle, die es kompakt haben wollen, gibt es auch ein ganz tolles neues Faltblatt, das noch als letzten Tipp quasi von mir, wo alles nochmal gebündelt zusammensteht. Und auf der Homepage und bei Social Media und überall. Und im Podcast kann man wie gesagt, weil 52 Orte sind natürlich auch eine ganze Menge. Genau. Dankeschön, liebe Anke. Ja, danke. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.